Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge 234 von Avorion. Ja, wir haben dieses Schiff letztes Mal mit Waffen ausgerüstet, haben ein bisschen gepimpt mit Triebwerken zum Beispiel und jetzt müssten wir noch gucken, dass wir ein bisschen Panzerung da dran kriegen. Das machen wir nach dem Intro und dann schauen wir mal weiter, was wir noch so vorhaben. Ne? Bis gleich. So, dann wollen wir doch mal gucken. Na, gehen wir in den Baumodus erstmal. Und dann wollten wir hier auf jeden Fall Panzerung dran kriegen. Gab es nur Titan als Panzerung oder war noch was anderes auch noch als Panzerung? Ah, Orgonit ist auch Panzerung. Sehr schön, dann sollten wir da auch noch mal dran arbeiten. Und zwar habe ich so gedacht, ne, dass wir hier ein bisschen flacher werden vielleicht. Ja, das ist nicht flacher, aber das ist auch, wir können auch erst in der Höhe gehen zum Beispiel und in die Breite. Und dann werden wir dünner. So habe ich gedacht. Jetzt machen wir noch die Dingens an hier. Sag schon die Spiegelachse, weil ich glaube, wir können diese Sachen auf jeden Fall in zwei Richtungen machen. Machen wir schon mal. Hier habe ich gedacht, ist das bestimmt auch ganz wichtig. Und wie sieht das hier aus? ja, dann dieses Triebwerk wahrscheinlich auf jeden Fall auch. Kriegen wir das da rein? Ja, ne? Ja. Das passt schon mal. Das. So, hier ist es jetzt dann verkehrt, da müssen wir es drehen. Das würde auch gehen. Okay. Hier drinne passt es nicht. Aber das würde sehr gut aussehen, ne? Würde aber die anderen Triebwerke, sehe ich schon gerade, kaputt machen. Also kaputt nicht, sondern geht das da dran? Ja, das ist doch cool, oder? So wäre es ineinander. Würde ich aber auch ganz cool finden. Das hat nicht so geklappt, wie ich das vorhatte. Steuerung Z, geht das? Ja. Und nochmal Steuerung Z geht dann auch, oder was? Das war da unten. Ah, das war nur ein Dingens. Okay, dann machen wir das aber wieder dran. Das gefiel mir hier nämlich ganz gut. Oh, so sieht es auch ganz cool aus, oder? Ja. So ist erstmal gut. Hier könnte auch noch was sein, eigentlich. Okay, das passt jetzt gerade nicht so da mehr hin. Eben war es auch hier so grün, ne? Da. Dann kommt das da auch noch so hin. Wie sieht es hier oben aus? Da geht doch bestimmt auch noch was, oder? Da geht was. Ich habe nur keine Ahnung, wie schwer das Ding wird, ne? Und hier. Geht auch was. Hier geht nichts. Hier geht wieder was. So, das wäre erstmal soweit so gut. Jetzt müssen wir nur hier unten noch was basteln. Machen wir die rote Drehung dann. Das ist schon okay so. Da geht auch noch was. Dann ist es auch einigermaßen zu. Und hier sieht es auch gut aus. Da müssen wir gleich das Dingens mal rausnehmen, das Spiegeln oder wie man das auch immer nennen möchte.
Das ist erstmal gut. Da geht nichts, ne? Ab und zu kommt mal was grün leuchtendes, aber das ist woanders. Geht da noch was rein? Ich glaube nicht, oder? Ne, das bleibt da offen. Irgendwo müssen wir auch eine Angriffsfläche haben, dass der Gegner dann und doch noch eine Chance hat. Obwohl ich glaube, dass der überall eine Chance hat, ne? So, das heißt, Spiegelachse machen wir jetzt mal aus. Ne, das war verkehrt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Kannst du auch einklappen, dann haben wir mehr Platz. So. Das wären jetzt noch eine Stelle, wo noch Kanonen sein könnten, ne? Würde ich jetzt auch dann tatsächlich noch nicht zumachen wollen. Achso, hier war noch was zum Spiegeln vielleicht. Ne, dann auch nochmal andere Richtung drehen. Wie ist denn jetzt die dritte Richtung? Ich glaube blau, ne? Ja. Dann machen wir mal die Spiegelachse an. Hier haben wir nämlich gar keinen Schutz dran, ne? Dann ist es so ein bisschen besser, ne? Und dann nochmal aus die Spiegelachse. Und wir drehen das Ganze nochmal. Und zwar so rum. Warte, da müssen wir nochmal nachgucken. Ne, da ist jetzt doch, hier ist noch was zu holen. Das passt schon mal. Und hier unten müssen wir jetzt nochmal drehen. Die rote Richtung. Ja, hier geht nichts. Obwohl, da war gerade auch was grün, oder? Ne. Hier können wir nur einen runtersetzen. So, da oben bleibt offen wegen Schießen, ne? Und wie ist es hier mit dem Turm? Von hinten vielleicht noch. Einmal noch rot rotierend. Ne. So. Ich weiß nicht, ob es symmetrisch ist, aber ich würde es so lassen. So, das würde bedeuten, wir haben da erstmal ein Hammerschiff, was total schlecht dreht, wie wir hier sehen. Was einen super Hyperraumantriebssprung hat, nämlich auch ganz schlecht. Das hat der Thomas Stehler natürlich auch wieder geschrieben. Oh, Hyperraumenergie. Oh, oh. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir schon wieder was abbauen. Wenn ich das sehe, was da steht, dann... okay. Da stand erst nicht so viel, glaube ich, oder? Ein bisschen zu viel dahin gebacken. Aber jetzt ist es hier, ne, schon schwierig. Der kommt auch noch mal weg. Der hier kommt auch noch mal weg. Genauso wie der da wegkommt. So, jetzt ist überhaupt Sprungenergie ist viel zu wenig dann, oder was? Das klappt dann gar nicht. Wegspringen ist nicht drin und das ist nicht gut. Das heißt, wir müssten jetzt noch mal schauen, dass wir noch mal irgendwo was hinkriegen, damit wir die Energie zusammenkriegen, ne? Energiecontainer, ne, Energiegenerator. Der müsste jetzt mal anders werden. Wenn ich den jetzt Steuerung C, Steuerung V mache, wie sieht denn der dann aus? Zu flach. Ist aber nicht schlimm, wir können den ja dann in dieser Richtung mal gerade erweitern. Das ist aber eine smarte Hülle und ich möchte dieses Teil hier haben und den da hinsetzen. Spiegelachse an. Den da. Den würde ich jetzt noch davor setzen wollen. Aha, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Kriegen wir den irgendwo anders auch noch hin?
Hier eher nicht. Oh, der hat nur einen gemacht. Das ist aber doof. Ah, Material fehlt. Das ist natürlich ganz doof. Dann entfernen wir den nochmal gerade. Und ich würde den dann doch mal kleiner machen. Dass es dann passt. Und würde den symmetrisch dann da hinsetzen. Und das geht hier ja auch noch. Oben unten dreht er jetzt nicht so dolle. Aber das wissen wir gleich, wenn wir aus diesem Modus rausgehen, wie gut er ist oder nicht gut er ist. Ja. Drehen ist jetzt nicht so, ist halt ein träges Schiff, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ist halt so, aber ich glaube, das geht sogar noch. Ne, das nach oben, das merkt man ja dann doch. Aber da können wir noch mit leben, denke ich. Das ist noch okay. Wer ist denn da hinten? Der Traveler ist dran und baut hier gerade ab, okay? Ah, warte mal, der hat Dingens. Wie heißt das? So kleine Schiffe, die das machen, oder? Das ist ja krass. Lass uns mal gerade hinfliegen. Schauen wir uns das gerade an, oder? Oh, ist ganz schön weit weg. Aber ist gerade ein guter Testflug. Wann sind denn unsere... Auch Generatoren haben wir gar nicht so ein Problem mit. Akku ist gleich leer, oder? Das geht eigentlich. Da fliegt er ganz gut, ne? Jetzt müssen wir nur die Geschichte, die der Thomas Stähler sagte, mit dem Botan, ne? Okay. Oh Mann, da haben wir gerade noch so Glück gehabt, dass wir da nicht mehr sind. Hat er alle aufgenommen und fliegt jetzt weiter? Okay. Ah, jetzt sind wir gerade weit weg. Aber ich glaube, die sind richtig schön hier am Abbauen, wie man sieht. Die gehen da drauf, ja. Krass, oder? Ja, stark. Das sieht ja richtig cool aus. Okay, jetzt kam gerade der Große noch dazu und die Kleinen transportieren das alles rein. Super cool, oder? Okay, das funktioniert erstmal. Jetzt ist die Frage, was bauen die da gerade ab? Kann ich das sehen? Nee, bin ich da nicht prädestiniert zu. Fehlt mir irgendwie was mit Bergbau wahrscheinlich. Jo, das hat sehr gut geklappt gerade. Voll in den Asteroiden rein. Jetzt pass mal auf, jetzt können wir das nicht reparieren. Wahrscheinlich, weil es jetzt sowieso gerade zu kurz war. Nee, doch, haben wir Glück gehabt, dass wir nicht so viel von dem Zeug hier gebraucht haben, ne? Gerade noch so geklappt. Okay. Aber wir haben es erstmal soweit, würde ich sagen. Schiff ist einigermaßen aufgerüstet. Jetzt müssen wir noch gucken. Achso, ich habe glaube noch gar nicht geschaut, welche Möglichkeiten wir hier noch zum Einbauen haben, oder? Doch, da ist noch ein freier Platz. Wir haben hier auf jeden Fall noch Autogeschützturm. Und was war hier noch? Beliebiges. Und hier ist ein unbewaffnetes. Wenn ich es fest einbaue, habe ich ein unbewaffnetes Autogeschütztürm. Wenn ich es da fest einbaue, beliebiges, na, das ist jetzt nicht so prickelnd. Energieverbrauch ist natürlich ordentlich. Autogeschütztürme, Slots würde ich 8 Stück dazu kriegen. Aber was habe ich mit Auto? Gar nichts wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt reinbaue und das können wir jetzt mal fest installieren, dann hätte ich jetzt noch diese 8 Plätze mehr. Dafür müsste ich aber gucken, was ich automatisch schießen lassen kann. Das müssten wir dann gucken in der nächsten Folge, denke ich. Mal gucken, was da gibt, weiß ich nicht. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.